Wie häufig habe ich es erlebt? Ich habe es selbst erlebt und die Tore öffnen sich und du kommst mit deiner Ex-Freundin wieder zusammen. What? Ja, herzlich willkommen hier wieder zurück bei F&M TV. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wieder mal ein schönes Reaction-Video, bei dem man, auch wenn es nicht um den Ex-Partner geht, Ex zurück hier geht, etwas hier mitnehmen, lernen kann über Persönlichkeitsentwicklung, über Verführungskunst, über die Red Pill etc. pp. Gucken wir uns da so ein paar Dynamiken da an. Ja, ich habe euch auf jeden Fall wieder einen Blockbuster mitgebracht. Und zwar ist der von einem Stargast, einem wahren heftigen Heft, einer heftigen Präsenz gerade in dieser Ex-Zurück-Szene, aber auch ein unglaublicher Frauenverführer, der Womanizer, der Mädelsmagnet schlechthin. Die Rede ist von Emanuel Albert. Ja, der hatte zu kurzem wieder so ein schönes Video rausgebracht. So scheitert Ex zurück garantiert, sagt er da. Und schreibt da rein noch, mache diese Fehler nicht. Am Thumbnail, da stand auch was von 5 Fehlern auf jeden Fall drin. Und da hätte ich ja mal nachgeschaut, was der Profi hier, der Ex-Zurück-Guru, was der hier dazu sagen hat, was es denn für uns vielleicht unbekannte Fehler denn sind, die uns unsere Attraktivität berauben und uns nicht dabei helfen, an einen anderen Menschen, wie in diesem Fall hier mit der Ex, wieder zusammenzukommen. Ja, den Link zum Originalvideo, den hängen wir euch wie üblich unten in die Videobeschreibung mit rein und wie gewohnt lassen das Ganze in anderer Geschwindigkeit durchlaufen. Aber es ist schon recht gut verständlich. Du bist getrennt und dir fehlt dein Ex, deine Ex und du willst sie zurück und denkst, na gut, auf geht's, das machen wir. Achtung, hier können gravierende Fehler dafür sorgen, dass du jetzt eventuell einfach die Rückeroberung ruinierst. Seit über 20 Jahren coache ich Ex zurück, habe ein ganzes Team aufgebaut von Ex-Coaches. Mein Name ist Emanuel Albert, auch bekannt als der Date-Doktor. Und ich möchte dir hier in diesem Video die wichtigsten Fehler verraten, die du auf keinen Fall machen solltest. Stopp! Da kann ich hier jetzt schon mal gleich mal unterbrechen. Kann ich hier jetzt schon mal reinhaken. Seit über 20 Jahren mache ich Ex zurück. Dieser Satz ist eine Lüge. Dieser Satz ist eine Lüge. Und das sage ich hier ganz offiziell und öffentlich. Habe ich gar kein Problem damit. Weil er muss dann vor Gericht erst einmal beweisen, dass es andersherum ist. Und das glaubt dir kein Schwein. Und weißt du was? Vor 20 Jahren gab es da überhaupt schon YouTube, sag er mal. Gab es da überhaupt schon vor 20 Jahren? Das war 2003. Da sind die Türme gerade mal 2 Jahre weggefallen gewesen. Weißt du, wie lange das ist? Über 20 Jahren. Was redet der denn da? Ich kann mich noch an ein Internet erinnern, ohne Facebook. Ohne, da gab es vielleicht gab es da schon die Lokalisten. Ja. Und vielleicht gab es im Raum Pfaffenhofen dieses Puffnet schon. Ja. Aber da gab es zu dem Zeitpunkt 2000, 2001, 2003, da gab es ja noch Leute, die tatsächlich zu diesem Zeitpunkt sogar gesagt haben, ah, Internet, das ist ja Modeerscheinung und so weiter. Ja, was redet der da vor 20 Jahren angeblich schon? Und hier kann ich auf jeden Fall gleich mal auf dieses Video hier verweisen. Den Link dafür hänge ich euch oben in die Beschreibung hier mit rein, wie ihr durch solche Werbeversprechen auch euer Geld von diesen Beratern zurückbekommt. Also da schaut euch dieses Video hier da an. Das ist absolut gar kein Problem. Wenn der euch da hier sagt, der hat seit so und so vielen Jahren und so viele Klienten ganz einfach schon betreut, dann muss er das auch beweisen können. Alles andere ist sonst ein leeres Versprechen hier. Und man erwartet ja natürlich, dass der, boah, 20 Jahre, da erwartet man ja natürlich, dass der eine heftige Erfahrung natürlich dann hat, die er allerdings da reinbringt. Er ist am längsten in der Branche. Mitunter. Ja, das stimmt schon. Aber das allererste Video, was von ihm veröffentlicht worden ist, das blende ich euch hier mal kurz ein. Da war er noch Motivationstrainer bei der Firma Motivado. Und dieses Video da sah er schon so aus, wie einer, der früher in der Schule ständig vermöbelt worden ist. Genau da, das ist aus dem Jahr 2010, soweit ich weiß. Also das Video ist gerade mal 12 bis maximal 13 Jahre alt. Älter ist es gar nicht. Also was redet dieser Mensch da? Ja, schauen wir doch einmal gleich einmal weiter. Mal schauen, was uns noch zu erzählen hat.
Bist du dabei? Den dicksten habe ich dir ans Ende gestellt, wobei sie alle sehr, sehr schwer sind. Vorneweg ist für mich ein ganz wichtiger erster Fehler. Viele wissen gar nicht, dass man seinen Ex überhaupt zurückerobern kann mit einer Strategie. Man denkt, ja, hoffentlich klappt das. Vielleicht war die Liebe gut genug, vielleicht war die Liebe stark genug, vielleicht auch nicht. Ich probiere mal. Mam, erster Fehler. Das ist wie wenn jemand sagt, ich ziehe mal einfach um und plötzlich feststellt, dass ihm alles fehlt, alles in Kartons durcheinander ist. Wie bei einem großen Umzug ohne Strategie. Das wird schon irgendwie klappen und plötzlich fehlt alles, ist nichts da und du lebst monatelang aus dem Karton. Will keiner. Wir wollen das richtig machen. Das erste ist also, man kann Ex zurückerobern und zwar mit einer Strategie. Stopp, da wird er jetzt auf seine Strategie zu sprechen kommen. Im Grunde hat er recht. Im Grunde hat er recht. Da ins Blaue hineinlaufen. Ich habe das so oft, dass da Leute da Wochen, Monate, Jahre daran herum, dann irgendwie mit dieser Ex zusammenzukommen. So oft hast du es. Da passt das Strategische hinten vor eine Strategie in dem Sinne halt das Outer Game. So würde man es hier bezeichnen, dass man irgendwie so ein bisschen Vorgehensweise hat und weiß, in welche Richtung das ungefähr geht. Und die dann auf sich selbst dann optimiert und individuell natürlich abstimmt. Deswegen sind ja diese ganzen, was der da anbietet so und er und seine Kollegen da, die ganze Latte, weil er ist ja, das ist ja nicht das erste Video, was ich von Emanuel Albert drehe. Der war ja hier bei mir etliche Male schon zu Gast hier in meiner Playlist der Reihe 20, zusammen mit anderen namenhaften Cracks und Gurus oder halt auch No-Names und so weiter. Alles mit dabei. Auch natürlich Leute, die ich positiv hier in die Kritik nehme. Link oben habe ich euch gerade eingebildet. In der Infobox könnt ihr euch ja mal schauen oder zum Ende des Videos hängen wir es euch gerne hier mit dran. Hier zurück zu ihm. Da wird ja auch meistens diese eine Strategie hier daran zu verankern und so verallgemeinerte Strategien, das hat noch nie geholfen. Es gibt schon, das wäre ja sonst gegen die Ethik der Red Pill, es gibt schon evolutionspsychologische Grundlagen der Verführungskunst, Hauptlagen der Verführungskunst und so weiter, wo man einen gewissen roten Faden durchziehen kann. Aber spätestens, wenn es ums Thema Polarisation geht, das sieht schon ganz anders aus. Ex zurück bei Männern, Ex zurück bei Frauen. Hier musst du ja da schon den Unterschied setzen. Schon ganz zu Beginn, sehr weit am Anfang. Das gilt es ja hier zu verstehen. Also ein festgezurrtes Konstrukt, so wie der es immer anbietet, das hat noch nie funktioniert. Aber gucken wir mal weiter. Zweiter klassischer Fehler. Okay, let's go. Wo ist die Strategie? Ich lege los. Ich würde jetzt was machen. Wann kann ich was machen? Zweiter großer Fehler ist, du bist nicht dort, wo du wirklich deinen Partner jetzt schon rückerobern kannst, sondern wir müssen dich über eine kleine Treppe von Stufen wieder aufbauen, dass du zu der Person wirst, in die sich dein Partner mal verliebt hat. Und hier haben aus all den Jahren, kann ich dir sagen, ich habe zig Gespräche geführt, leider fast alle, erstmal gar keine Ahnung, was die wahren Trennungsgründe sind. Die wahren Trennungsgründe sind das, woran wir arbeiten müssen. Die meisten Partner verabschieden sich mit, ich habe keine Gefühle mehr, oder sie flirten mal hinten mit irgendjemandem rum, oder irgendwas stimmt nicht, passt nicht, irgendwelche Ausreden, wie du bist. Ich stoppe mal ganz kurz. Ein ganz kurzer Hinweis hier an dieser Stelle. Ich möchte mich noch schnell bei der Silke bedanken aus Essen für diesen Kinderweihnachtsmann, den sie mir hier zugeschickt hat. Der schmeckt mir richtig lecker. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn euch meine Sendung, meine Beiträge gefallen, gerne ein Abo natürlich da auch hier lassen, auch gerne für meinen neuen Kanal, den ich jetzt hier vor kurzem hier gestartet habe. Und gerne seid ihr auch eingeladen, wenn euch meine Beiträge gefallen, muss man euch machen. Ich sage trotzdem danke, wenn man es hier macht. Und dass ihr mir vielleicht hier so Chips, Kekse, Schokolade oder irgendwie so etwas zu mir nach Augsburg schickt, da würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen lieben Dank. Ja, gucken wir doch mal gleich weiter. Entschuldigung. Allzu jung und sonst was. Die wahren Gründe sind tiefer und müssen herausgefunden werden. Ohne die wahren Gründe keine Chance, die Rückeroberung erfolgreich hinzukriegen. Und hier kommen die wichtigsten Fehler, den bösesten frage ich dir zum Ende. Seit Jahren coach ich Leute und kann dir sagen, Nummer 1 Fehler ist, viele wissen gar nicht, dass sie Ex zurück richtig und falsch machen können. Ja, du denkst, eine Liebe ist was ganz Besonderes, ist sie auch. Euch verbindet ein besonderes Band, tut es auch. Nur das wieder einzurenken, ist nicht so einfach, dass man einfach hingeht und was macht und hallo und hier bin ich, sondern du kannst gravierende Fehler machen. Das heißt, Fehler Nummer 1, habe eine Strategie. Das heißt, Fehler Nummer 1, einfach reingehen, mal probieren, wird schon klappen. Nein, du willst eine richtige Strategie haben. Ganz wichtig, denn du bist dort, wo dich ein falscher Song, eine Sache, die du irgendwo siehst, ein Kumpel, der dich fragt, dich direkt wieder, bam, mitten in deinen Trennungsschmerz, in dein Liebeskummer schubsen kann. Irgendeine News von ihr oder von ihm, die dir nicht gefällt und es geht dir schlecht. Und deswegen kommen wir gleich zum Fehler Nummer 2 und das ist klassisch Online-Stalken. Stalking auf Online. Ja. Und der war jetzt doch bei zweitens gerade eben. Das müsste doch jetzt drittens sein, oder nicht? Ich meine, Er sagt, um mal kurz nochmal auf den Inhalt zu gehen, du musst zu der Person werden, in der sich der Partner verliebt. Das ist eins der ältesten Ex-Zurück-Mythen, die es überhaupt gibt. Du kannst keine Reise in die Vergangenheit machen, geht doch gar nicht.
Es ist ein sich neu verlieben, sich neu entdecken, immer schon gewesen. Das ist eins der größten Mythen in der Ex-Zurück-Szene überhaupt. Du musst wieder zu dieser Person werden, in der es der Ex, weil das impliziert ja schon wieder, das setzt ja hier voraus, dass du hier unbedingt versuchst, jemand zu sein, damit du ihr da unbedingt gefallen tust. Und damit verlierst du Substanz. Und zum Thema Substanz, da habe ich auf unserem Videokanal einfach mal auf unseren Channel schauen, das ist in der Suchleiste Substanz eingeben, da habe ich schon mal ein Video hier rausgebracht. Damit verlierst du Attraktivität ohne Ende, weil du ja hier deinen eigenen Frame verlässt und da in den Frame des anderen hier eintauchst. Also da hast du schon verloren, bevor du dahin läufst. Keine Chance. Und jetzt geht er her, das ist auch so eine linke Geschichte, ich blende hier gerne nochmal ein, die Playlist der Reihe 20, diese ganzen Berater quer durch die Bank, die meisten machen, da kommt er mit diesen Trennungsgründen da um die Ecke. Die wahren Gründe müssen herausgefunden werden. Das ist absoluter Bullshit. Das hat auch noch nie gestimmt, so etwas. Das ist ein klassisches Verkaufsargument. Das ist der Grund ist in den meisten, in fast allen Fällen, 99,9% ist Attraktivitätsverlust. Das ist der Verlust der Attraktivität. Selbst die mit Fremdgehen, wo die Trennung aus Fremdgehen ausgesprochen worden ist, weil da ist es zwar der Attraktivitätslos nicht dem, der Schluss gemacht hat, sondern dem, der fremdgegangen ist, mit dem vielleicht Schluss gemacht worden ist. Das hat damit zu tun, dass wenn der den anderen so attraktiv gefunden hätte, nach wie vor, da hätte doch keine dritte Person da Platz zwischen den beiden gehabt, oder nicht? Ich meine, du kennst das ja selber. Wenn du gerade frisch verliebt bist, wo das Attraktivitätslevel ganz, ganz oben ist, ich meine, man weiß es ja, da hast du keinen Blick mehr, da interessiert dich ein anderer Mann oder eine andere Frau überhaupt nicht in dieser Phase, in dieser großen Verliebtheitsphase. Da postet man ständig auf irgendwelchen sozialen Seiten Bilder von sich so gemeinsam da rein, wie man da unterwegs ist, wie man da bei Pizza essen ist, wie man da zum Baden fährt und all diese Geschichten. Also, absoluter Schwachsinn. Und er schickt dann die Leute hier auf diese Phantomjagd, dass sie sich die ganze Zeit überlegen, ja, was könnten das für Trennungsgründe sein? Damit investieren die ja auch noch völlig falsch da in diese Richtung rein. Und somit dann auch in ihn. Und das ist eben die linke Nummer. Weil man hier jetzt eine Stunde Telefonzeit locker damit verblabert, volle Kanne, was es denn vielleicht sein könnte, was es denn für Trennungsgründe dann sein könnte. Und selbst wenn dein Aftershave beschissen gewesen ist, was es nie gewesen ist, selbst wenn jetzt auf einmal passt es nicht, dass deine Sesambröseln da, dass du deine Semmeln mit Sesambröseln isst und nicht mit Salzbröseln, selbst wenn dem so wäre und du änderst es ab, gehst ja du schon wieder in den Frame des anderen rein, außerdem ist das doch viel zu logisch. Die Attraktivität, Anziehung sind in dem Unterbewusstsein statt, das sind emotionale Entscheidungen. Da logisch voranzugehen, das ist das falsche Werkzeug, das komplett falsche Tool. Dann kommt er bei drittens wieder zurück zum erstens, wo er jetzt hier wieder deutlich macht, dass man unbedingt eine Strategie braucht, am besten natürlich dann seine. Und dann war es zweitens oder eigentlich viertens. Also da hier hat er jetzt angefangen, wenn man hier jetzt aufs Online-Stalking hier da zu sprechen kommt, da will er uns jetzt ein bisschen was erzählen. Also von erstens kommt er zu zweiten und von Ding. Also Meister, wenn du nicht gescheit zählen kannst, dann sollte man es einfach bleiben lassen, okay? Also dann gucken wir uns nochmal, was er uns zum Thema Online-Stalking hier zu sagen hat. Wir können einfach überall heutzutage nachschauen. Social Media, was macht er, was macht sie, was tut sie? Und das Schlimme ist, dabei wird die ganze Zeit dein Gehirn quasi gereizt und geteased. Das ist wie jemand auf Diät, der ständig am Essen riechen soll, aber nicht essen darf. Sonst ist das total schwer, weil du teilweise einbrichst. Das heißt, Leute machen Fehler, denken, oh, hier hätte ich was liken können. Dann, oh mein Gott, der hat ja neue Follower. Oh, sie hat ja das und das. Das ist alles nicht gut für dein Gehirn, weil du nicht weißt, was du wirklich brauchst. Was du wirklich brauchst, ist, du brauchst einen Notfallplan, der dich dorthin bringt, wo du erstmal runterkommst und auf jeden Fall sämtliches von diesem Stalking dir verkneift. Außerdem, immer wenn Leute aufgrund von dem Stalking dann an irgendeiner Stelle plötzlich was zurückgepostet haben, haben etc., ahnte die Ex schon, dass du viel zu sehr dran bist, weil du viel zu schnell auf die Sachen reagierst und im Grunde genommen anscheinend alles mitbekommen hast. Jemand, der sich allerdings von dir trennt, der will vielleicht später wieder mit dir eine Beziehung haben, aber am Anfang will der erstmal das Gefühl haben, dass du so cool bist wie er oder wie sie selbst. Das heißt, wir haben eigentlich einen ganz anderen Track, am Anfang einen ganz anderen Weg, den wir mit dir gehen müssen. Wir müssen dich erstmal aufbauen, wir müssen dich 2.0 machen, bevor du überhaupt dorthin kommen kannst, wo du jetzt im Grunde genommen unter Liebeskummer, hektisch, verlassen, verzweifelt aus deiner Kontaktsperre heraus auftauchen, einfach nach dem anderen greifst. Das Schlimme ist, und das ist der dritte Fehler, du denkst, deinem Ex geht es wie dir. Gott! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Na, jetzt sind wir wieder bei drittens. Okay. Also, richtig schlampig gemacht, das ganze Ding. Absolut unprofessionell. Er spricht ja auch jetzt hier von
plakativen Verhaltensweisen, dass sie, wenn jetzt sie was postet, du da was gegen postest und so weiter, so diese stillen Unterhaltungen über Handlungen hier auf sozialen Netzwerken, das muss doch nicht sein. Das ist doch viel zu verallgemeinert, was du da gerade sagst. Und dann haut er auch noch den Satz raus, jemand, der sich allerdings von dir trennt, der will vielleicht später wieder mit dir in eine Beziehung haben, aber am Anfang will er erst das Gefühl haben, dass du so cool bist wie er oder sie selbst. Was ist denn das für eine Scheißaussage, sag mal? Was ist das für ein Dreck? Was ist das für ein Dreck? Ganz ehrlich. Hey, wenn ich mit einer alten Schluss gemacht habe, da wollte ich da weg. Da war in diesem Zeitpunkt, wo ich mir die Trennung, weil er sagte ja, wenn sich ja allerdings jemand von dir trennt, wenn sich da einer trennt, als ich mich getrennt habe, ich meine, du kennst ja selber, wenn du dich getrennt hast, da hast du null dran gedacht, da später mit ihm wieder in der Beziehung zu haben. Das hast du vielleicht gesagt, ja, als Trostpflasterle vielleicht, aber ernst gemeint hast du es hinten und vorne, ne? Du wolltest da ganz einfach weg. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Der wollte uns hier noch was erzählen von Fehler, die man so von diesem Fehler, wo man so denken würde, dass der Ex so denkt wie einer selbst. Hören wir uns das einmal an, was er da sagt. Nein, Ex-Partner trennen sich meistens in einem viel entspannteren Zustand, sind besser drauf, brauchen gerade erstmal nichts, können die Tage vergehen lassen, können online sein und sind entspannt. Es ist immer so, dass der geht, leider auch die Entspanntheit und die gute Laune hat. Und der bleibt, hat die Verspanntheit, Liebeskummer, Trennungsschmerz und extreme Schwierigkeiten, diese Trennung zu verdauen, ob du es zugibst oder nicht. Das heißt, ihr seid völlig unterschiedlich. Und deswegen, ich muss wissen, dem anderen geht es nicht wie mir. Ich muss dafür sorgen, dass ich erstmal so werde wie diese Person. Ich muss wieder dorthin kommen, wo dein Ex ist. Dort hast du eine viel bessere Chance als hier unten. Da geht es gerade eher beschissen und du hängst im Liebeskummer und du willst doch einfach nur zurück, die Trennung zurück. Was ist denn das jetzt? Da steht er da, wieder erbaut. Mit dem Holzfäller und dem Pater dazu. Heilige Scheiße. Wobei, hieß der Richard Kahn, glaube ich. Kahn, glaube ich, hieß der. Son, hör mal, wer da hämmert, der den Al Borland gespielt hat. Der kommt etliches maskuliner rüber, wie er hier. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber das mit das Holzfäller, das ist ja. Das soll der Dating-Doktor sein, oder was? Das soll der Date-Doktor sein. Bekannt aus Sat.1 und RTL und allem. Das ist der Date-Doktor, oder was? Ja, hau mir doch mal in die Kommentarleiste rein, du Frau. Wie attraktiv wirkt dieser Mann hier auf dich? Sag mir das doch mal. Ja, schreib mir das mal bitte in die Kommentarleiste rein. Ist das da der Frauenbrecher von Berlin, oder was? Sie sieht so der Kerl aus, der regelmäßig da diese hübschen Frauen da ins Bett textet und telefoniert oder wie. Besonders da die Exen. Sieht der so aus oder was? Also ich bitte dich, mal ganz ehrlich jetzt mal, die ganze Art, wie der da rüberkommt und gerade mit diesem Hemd, das sieht ja aus, als ob er schon auf dem Schulhof her schon recht immer regelmäßig was reingekriegt hätte. Ganz ehrlich jetzt, ohne jetzt da abwertend ihn jetzt als Person angreifen zu wollen, das liegt mir ja fern. Meines Erachtens da, so wie ich es sehe, soll ich ja recht mal mit dazu sagen, so wie ich ihn und seine Informationen hier als subjektives Individuum, in diesem Fall auch sein Auftreten ganz einfach wahrgenommen habe und diesbezügliche Kunde tue, im Sinne der freien Meinungsäußerung und der Fair Politik auf YouTube, dass ich da ganz einfach das ein bisschen kommentiere hier, die ganze Geschichte. Also da, das sieht aus, als würde er immer noch von seiner Oma eingekleidet werden, ganz ehrlich. Und dass die Exen da immer total entspannt sind, das ist brutal verallgemeinert und völlig irrational. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast es ja so oft da, wo man selber die Trennung wahrscheinlich auch bereut. Und dann selber, besonders wenn man jahrelang zusammen gewesen ist, selber da plötzlich viel Zeit und Leerlauf da und immer mal wieder öfter an den anderen denkt, das stimmt doch gar nicht, was der sagt. Das ist eiskalt gelogen. Einer der fünf Fehler sollte es sein. Ja, so ein Schwachsinn. Jetzt gucken wir uns noch mal an, was Holzfäller Manuel uns jetzt noch zu erzählen hat. Haben und einfach die Beziehung haben. Tja, dann stell mir mal bitte eine ganz entscheidende Frage. Glaubst du, so wie es dir gerade geht, so würde er dich zurücknehmen? So als Trauerkloß mit Selbstmitleid zerfließend? Oder noch besser, glaubst du, so hast du die Power, die Kraft, die Energie, ihn auch wirklich zurückzuholen, das wieder einzurenken und dann auch noch gegen andere zu bestehen, zu gewinnen, die er vielleicht gerade kennenlernt, die ganz normal und gut drauf sind? Wir wissen beide,
dass das so niemals funktionieren wird. Wir brauchen dich wieder stark, voller Energie, mit deinem Kopf nach oben. Wir brauchen dich in einer besseren Version. Ich nenne das, wir brauchen dich 2.0. Nur so hast du eine echte Chance, dein Ex zurückzuleben. Und zwar im wahren Leben und nicht nur in deinen Träumen, die du die ganze Zeit hast. Da soll es ja passieren. Und damit du dich auch wirklich Schritt für Schritt, von Tag zu Tag, in eine bessere Version 2.0 verwandelst, habe ich ein Video-Coaching für dich entwickelt. Meine Grundausbildung, die eigentlich sonst nur exklusiv für meine konkreten Telefon-Coaching-Kunden ist, die kriegst du, daran kannst du teilhaben. Und darin gehe ich mit dir ganz klar den Weg zu deinem besseren, stärkeren Ich. Und glaub mir, nicht nur du wirst deine neue Version, du 2.0 lieben, dein Ex sicher auch. Und deswegen, schau mal hier unten rein. Nur jetzt, es lohnt sich, schau da mal rein, hier, da unten. Alles Gute. Was soll das jetzt? Also, erneut geht er hier auf Inner Game hinein. Hier, ah, wir brauchen eine starke Person. Er, schau da ihn mal an. Der will dich zum Frauenheld machen, oder was? Den erwürge ich doch mit einem Fuß. Naja, er geht jetzt hier erneut aufs Inner Game hinein und bewirbt dann hier wieder mal sein E-Book. Anscheinend hat er das bei den Dreharbeiten vergessen, das einmal zu bewerben, sein E-Book. Deswegen hat er am nächsten Tag, ist es ihm dann eingefallen, was sehr viel über seine Professionalität aussagt. Und wie respektlos das eigentlich ist, wie er seine Kundschaft für dumm verkauft. Weil ihm fällt es am nächsten Tag dann ein, dann stellt er sich mal schnell im Privatoutfit vor die Kamera, bewirbt noch schnell sein E-Book, das schneidet er dann mitten in das Video hinein. So absolut voll unprofessionell. Wahnsinn, heilige Scheiße. Wie verzweifelt muss man da sein? Ja, schauen wir mal weiter. Es dauert ja eh nicht mehr lange. Der Fehler, gemeinsame Freunde, gemeinsame Orte, Verwandte etc. All diese Leute wollen plötzlich dein Coach sein, dir Tipps geben, dir abraten oder wollen ständig wissen, was los ist. Oder du hängst dich an sie dran und all das kommt bei deiner Ex an. Das ist nicht gut. Diese Leute sind weder ausgebildete Coaches, Therapeuten noch extra Coaches, wie ich es zum Beispiel bin, und haben deswegen nicht die Erfahrung, was wirklich langfristig funktioniert. Die haben nicht gesehen, wie jemand über 6 oder 8 oder 9 Monate eine Rückeroberung strategisch aufbaut, erfolgreich durchzieht und hinten die beiden als glückliches Paar wieder runterkommen. Die kennen so also Sachen wie, ja, der hat das und das gemacht, funktioniert, der hat das und das gemacht, nicht funktioniert. Du brauchst jetzt nicht diese Tipps. Was du brauchst ist, dass du aufhörst, mit diesen Menschen zu sprechen und dass du dich gerade von den gemeinsamen Freunden ein wenig zurückziehst, bis es dir besser geht, weil die erzählen brühwarm, dass du immer noch die Liebeskummer tief in den Augen hast und im Grunde genommen noch überhaupt nicht in deine Form gefunden hast. Alles, was dann passiert ist, dass bei deinem Ex ankommt, dass du drin hängst, dass dir schlecht geht und dass die Trennung echt nicht cool für dich war. Und das Schlimme ist, sie haben dann Mitleid mit dir. Mitleid hat nichts mit Erotik und Gefühlen zu tun, sondern ist ein Gefühl von leider sogar einer leichten Arroganz, teilweise, wo sie oben runterschauen können. Haben dann auch so schlimme Tipps wie, hoffentlich findest du jemanden passenderen für dich, wenn dir der passiert, also mir ist der passiert, der hat richtig wehgetan. So. Oder sie gehen mit Absicht auf Abstand, ja, ich dachte, es ist besser für dich. Und du denkst ja so, ist mir auch passiert, richtig unangenehm. Ja, wenn der andere plötzlich für dich entscheidet aus Mitleid und Mitgefühl und ab und zu melden sich dann ganz groß, ich werfe so einen Brocken Fleisch runter, dass du wenigstens nicht ganz da unten in deinem armen Zwinger verhungerst. Und das hat nichts mit Rückeroberung zu tun, sondern das ist ein ganz leidvolles Spiel. Wenn dir das passiert, sofort raus. Deswegen geh denen aus dem Weg, die quasi weitertratschen können, Geschlechtsdehr geht, und höre auch auf, mit Verwandten, mit allen Verwandten und Freunden darüber zu sprechen, sondern schnapp dir eine Person, einen besten Freund und am besten einen Coach, einen von uns, drmalen.de Buchung, kannst du jetzt ein Gespräch buchen. Und eine Person, mit der du sprichst, die Ahnung hat, die Checkung hat, und mach das richtig. Ja, mach das richtig. Kommen wir zum 5. Fehler. Stopp. Tipp Nummer 1. Wie er bettelt. Wie er winselt. Ach, Emanuel. Wo bleibt denn bitte deine Würde? Ach, wen frag ich da? Jetzt redet er jetzt auch noch deine Freunde schlecht. Wobei er recht hat. Halte dritte Person immer aus deiner Trennung heraus. Gar keine Frage. Am besten, so gut es geht, mit einer handverlesenen Gruppe von Menschen vielleicht reden. Ja, die mit ihr weniger zu tun haben. Und das ist aber auch völlig normal, dass die Leute untereinander reden, weil das ist ganz einfach Schlagzeug. Es lässt sich nicht vermeiden. Aber ich würde halt dann nichts großartig über sie da erwähnen oder ich würde bei Freunden das Gespräch ganz einfach dann über sie vermeiden. Aber er redet die Freunde hier praktisch so schlecht, er dreht das so hin, dass die jetzt zu ihr rennen. Also er macht die auch hier wieder Angst. Das hat man, das hat er aus dem Buch Psychologie der Massen. Schaut mal bei Amazon, da gibt's das. Liest es mal. Der macht euch hier Angst. Das machen die Medien alle. Da erkennt er sich so gut aus. Der macht dir hier Angst. Ja, die Ex, die rennt da jetzt, die Freunde, die rennen da zu dem Ex und sagen dann das und das und das. Und durch dieses Mitleid wirst du nicht sexy. Ja. Das ist doch total verallgemeinert. Woher will der das wissen? Das ist ja das Nächste. Das stimmt doch überhaupt nicht, was der da redet. Und der tut doch so, als ob das überall da zutrifft drauf. Das mag schon sein, dass das passiert. Aber das ist doch dann eher die Seltenheit. Besonders dann, wenn es darum geht, der Ex irgendetwas zu stecken. Die Leute wollen eigentlich eher rausgehalten werden. Die wollen da nicht, ich habe das selber gehabt früher, wo ich noch mit dieser Arbeit nichts zu tun hatte.
Also einer wegen seiner Trennung und da hat es über seine Freundin so gewettert und ich dachte, du pass auf, sei mich böse, ich will da nicht mit hineingezogen werden, okay? Das kommt eigentlich eher so hin. Ja, aber schauen wir mal weiter. Kommen wir mal ans Ende von der ganzen Geschichte. Dorthin rennen, wo der andere ist. Das ist dasselbe wie eben in Grün. Dort wird man dich sehen und man sieht dir einfach an, du bist nicht gut drauf, du bist nicht entspannt. Und selbst wenn du sagst, ich bin schon relativ gut drauf. Meine Erfahrung ist, die Leute überschätzen sich. Lass dir bitte von Experten sagen, ob du wieder gut drauf bist. Oder die Phase, ab der du gut drauf bist, muss mindestens 5 bis 6 Wochen gedauert haben, wo du dich verdaut hast. Jetzt, hier, kommt der nächste Fehler. Wenn ich jetzt Zeit vergehen lasse, dann geht es ganz kaputt, ist ganz weg. Es ist andersrum. Die Person ist schon ganz weg. Die ist schon ganz weg. Erkläre ich dir in meinem Videokurs Ex zurück, du 2.0, richtig ausführlich, mit Meditationstechnik und allem Möglichen. Die Person ist schon weg. Sie ist schon weg. Häufig finden die auch gar nicht so schnell irgendeinen Ersatz, sondern maximal irgendeinen Rebound, mit dem sie was probieren, was überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, du hast jetzt gerade Zeit. Diese Zeit müssen wir für dich nutzen. Wenn du denkst, dass du jetzt hier hinterherrennen musst, weil sonst der andere weg ist, habe ich immer Schiffbruch erlebt. Wer zu schnell da irgendwo wieder versucht, auf den Zug drauf zu springen, verpasst ihn häufig und fliegt nur mit der Fresse auf die Gleise. Wer eine lackierte Oberfläche zu schnell antascht und zu schauen, ob sie wirklich trocken war, ruiniert die ganze Oberfläche. Das willst du nicht. Du willst das besser machen. Und deswegen kommen wir zum letzten und größten Fehler. Einfach kein Gefühl für Timing. Der Ex hat eine eigene Welt gerade, ist entspannt, ist einem eigenen Timing. Wo bist du? Ich will, dass du auch schaffst, in die Entspanntheit zu kommen, aus dem Liebeskummer raus, verstehst, welche Techniken es gibt, was du wann machen kannst, einen Plan hast und deswegen in ein ähnliches Timing fällst. Das ist die Chance. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ihr beide wieder ähnlich gut drauf seid, wir dich gestärkt haben und du wieder dort bist, wo man auch Bock hat, dich zu treffen, wo dein Ex sich wieder in dich verlieben würde, was alles möglich ist mit den richtigen Zutaten, dann wird was daraus. Tu dir einen Gefallen, schnapp dir jetzt meinen Ex-Zurück-Videokurs direkt oder ein Coaching. Sorg dafür, dass du auf keinen Fall weitere Fehler machst. Das waren die wichtigsten Fehler. Die Liste ist noch viel länger. Und sorge dafür, dass ihr eine echte Chance habt. Was ist es dir wert, mit deinem Partner wieder zusammenzukommen? Und wisse, dass es möglich ist, wenn du jetzt mit der richtigen Strategie vorwärts gehst. Alles Gute, Emanuel. Oh, Gott sei Dank. Bitte, halt, halt am Alten. Mensch, Wahnsinn. Aua, heilige Scheiße, ey. Wie kann man nur so viel Müll reden, ey? Das ist der absolute Hammer. Wie kann man nur so viel Scheiße raushauen, ey? Das ist der absolute Wahnsinn in so einer kurzen Zeit. Er geht jetzt hier wieder völlig verallgemeinert wie eh und je, ohne sich zu fragen, ist es Ex zurück bei Mann, ist es Ex zurück bei Frau, ist es homo, ist es hetero, hier attraktivitätslos, wie weit, wie lange schon, ohne all diese Sachen zu fragen, geht er völlig verallgemeinert wieder und jagt halt hier wieder diese Kontaktsperre raus. Langfristig, natürlich, in seinem Fall, weil das ist ja auch so gewollt. Persönlichkeitsentwicklung ist klar, aber das mit den Flirt-Skills, erst miteinander in Verbindung gebracht. Das baut doch erst Attraktivität auf. Ich meine, es bringt ja nicht viel, wenn du, deswegen scheitern da draußen auch so viele hausgemachte Ex-Zurück-Strategien. Deswegen scheitern die, weil die Leute eher auf dieses Outer-Game so heftig fixiert sind, hier Flirt-Skills sich hier aneignen wollen und meinen, das zieht dann und dabei die Persönlichkeitsentwicklung hier sehr weit zurückliegt. In weniger Fällen hast du es genau andersherum, dass die heftig Persönlichkeitsentwicklung machen, aber im Outer-Game nichts tun und die Hoffnung haben, sie würde sich dann schon wieder melden und Tage, Wochen, Monate teilweise auf einen Anruf von der Ex warten. Das bringt überhaupt nichts. Du brauchst dir hier diese, man nennt das die Delivery, diese Art und Weise, wie du das hier überträgst in einem sauberen mit einer sauberen, positiven Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du das, dass du deine, wie beschreibe ich das jetzt? Ja, so dass du deine, ja genau, so dass du deine Flirt-Skills, so dass du deine Verführungstechnik, diese Methodik da praktisch, wie so ein Sender, dass der Sender wieder passt, dass du es richtig übertragen kannst. Das brauchst du auf jeden Fall. Und beides erlernst du definitiv nicht mit einem Ex-Zurück-Videokurs. Ja, das kannst du gleich vergleichen. Also ganz ehrlich, wir haben auch so einen Kurs. Ich kann ihn dir gerne mal hier einblenden hier. Das ist ein Online-Seminar. Ich habe auch so ein Videokurs vor kurzem gemacht. Und hier stehen wirklich 14 Jahre Ex-Zurück-Erfahrung nachweislich hier. Steht hinter diesem Videokurs. Aber auch dieser Videokurs hier, der ist mit Sicherheit besser als alles andere, was da draußen auf dem Markt ist. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja unschlagbar. Also wenn du da was Besseres findest, sage ich dir ganz ehrlich, für den Preis, dann nimm es. Aber was du da natürlich bekommst, das ersetzt halt niemals ein 1:1 Coaching. Und ich erlebe das gerade im Coaching immer wieder.
wie die tatsächlich überzeugt davon sind, die Leute, was für eine heftige Persönlichkeit sie in ein paar Wochen aufgebaut haben. Und dann haust du ihn mal, dann teste ich die Leute mal, weil dafür bin ich ja auch bekannt, dass ich gerne mal meine Klienten auf sogenannte Test-Drives hier schicke. Dann teste ich die mal und dann stellen sie plötzlich fest, oh, der ist ja gar nicht so cool. Ja, und wenn das bei mir in der Simulation passiert, dann ist es ja in Ordnung. Aber da draußen im Ernstfall, dann bist du erst einmal im Arsch. So einfach ist das. Also, so ein Schwachsinn. Also, das mit dem Videokurs saut nicht hin. Also, wie gesagt, Videokurs, da haben wir auch, ja. Und das Outer Game, da gibt's auch viele Tipps. Ich habe einige Tipps hier für Persönlichkeitsentwicklung, positive gegeben, Statussetzung und so. Das fehlt ja hier komplett. Dem seine ganze Strategie, wie bei den meisten hier aus der Playlist der Reihe 20, die läuft bloß auf Kontaktsperre, kümmere dich um dich selber und irgendwann einmal, da machst du wieder Kontakt mit dem Ex und schauen wir mal, was passiert. Das ist dem sein ganzer Masterplan. Ohne Scheiß jetzt. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich überall mit Blablabla-Gesetze zwischendurch. Jetzt kriegst du von mir mal 5 Tipps, mit denen du wirklich was anfangen kannst. Fehler Nummer 1. Bewandere dich etwas in evolutionspsychologischen Grundlagen und in Verführungsskills. Okay? Bau ein bisschen an deinem Outer-Game rum. Fehler Nummer 2. Vernachlässige definitiv nicht dein Inner-Game. Also Persönlichkeitsentwicklung betreiben, aber richtig Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Nicht, was er da sagt, ja, mit neue Frisur, neue Klamotten kaufen, Sport treiben. Das ist alles keine Persönlichkeitsentwicklung, nicht. Nein, Persönlichkeitsentwicklung, und das habe ich in dieser einen Videoreihe, wie jetzt im Online-Kurs gesagt ist, da sage ich das auch, ich greife mal ein bisschen hier vor, ich blende es hier gerne nochmal für euch ein, Link oben, Infobox. Da sage ich das ja auch, Persönlichkeitsentwicklung, das ist diese Arbeit mit und an sich selber, dass man sich ja mal selbst einmal zuhört, so sein Handy nimmt, so alte WhatsApp-Nachrichten vor einem Jahr einmal so ansieht und durchliest, was man hier in der Streitsituation mit jemandem gestritten hat hier auf WhatsApp oder so, was man da gesagt hat, wie weit man eigentlich gehen konnte, dass man das und das vielleicht nicht so gemeint hat. Was ist eigentlich aus mir geworden? Dass du dich viel mit dir selber beschäftigst, ja, mit Freunden, über dich auch mal darüber redest und auch über Freunde redest, neue Leute dann kennenlernst, was für einen Eindruck die auf dich ganz einfach machen oder wie der Eindruck da in der Wechselwirkung ist. Meditieren ist auch ganz wichtig, dass man immer mal wieder zum Meditieren rausgeht, um diesem Gedankenkreis auf einmal ein bisschen Luft zu geben. Da gibt es so viel. Mit Büchern richtig arbeiten, das erkläre ich aber in diesem Videomodul. In den Videomodulen, dass man hier zum Beispiel, Tipp von mir, dass man hier zum Beispiel so eine alte Version von sich selber mal nimmt und die mal mit der heutigen Version vergleicht, die man ganz einfach ist und sich so mit sich mal auseinandersetzt. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Drittens, du musst, und jetzt geht's ins Outer Game, Status setzen. Zum Thema Status setzen habe ich auch mal ein Video rausgehauen, das findet ihr auch bei uns im Channel. Einfach mal reinschauen, in den Kanal reinschauen, Status reinschauen. Da sage ich das auch, weil du hast ja immer noch den Status von dem Ex oder von der Ex-Freundin. Also wird alles, was da draußen da gesagt wird, dann hier gemacht wird, das wird immer mit dem assoziiert, dass es der Ex gesagt hat. Ich meine, man kennt das ja. Im Gerichtssaal kennt man das zum Beispiel. Wenn da der Zeuge irgendwas Belastendes über den Angeklagten sagt und dem seine Verteidiger versuchen alles dann, den da in Misskredit zu bringen, ihn schlecht zu reden. Sie greifen gar nicht seine Argumente an, sondern seine Person, damit dann er tata vor Gericht als unglaubwürdig erscheint. Ein unglaubwürdiger Zeuge. Ja, und genauso ist es dann bei dir. Du hast ja auch diesen Status von dem Ex. Deswegen wird das immer hinterfragt. Deswegen musst du diesen Status erst einmal abändern. Zum Thema Status, da habe ich auch etwas in diesem Online-Seminar gesagt, ebenso wie die Wahl der richtigen Kontaktsperre. Diese Totalkontaktsperre, die der da immer anrät, das ist zu 90% da draußen wird zu über 90% angeraten, das ist zu über 80% falsch. Dass man da für sich selber, da habe ich auch in dem Online-Seminar was dazu gesagt, dass man da, aber wie gesagt, es ersetzt kein Coaching, ich müsste da individuell auf dich eingehen, aber da hast du es ja auch, dass du da mal schauen musst, auf welche Kontaktsperrebene du da mit dem anderen ganz einfach da kommst. In den meisten Fällen hat sich halt immer so eine Impulskontaktsperre sehr gut bewährt, aber das ist, wie gesagt, dazu sage ich, wie man die auszieht und was es ist, das mache ich da in diesem Online-Seminar. Bisschen näher begreife ich, oder gehe natürlich hier im persönlichen Coaching sehr stark darauf ein. Ja, Outer Game, Inner Game, Status, Persönlichkeit. Ja, und dann natürlich beim Kontakt mit Ex, dass du, weil die arbeiten ja hier alles so auf Friendzone. Friendzone Gaming, über die Freundschaftsschiene rein, dem Ex sagen, lass uns gute Freunde bleiben. Das ist so zum Scheitern verurteilt. Das machen die meisten aber mit Absicht, weil das nämlich am längsten geht. Da ist man teilweise monatelang mit Ex zurück beschäftigt und hat nach 1-2 Jahren immer noch keinen Geländegewinn. Hey, besonders Frauen. Und da werden die Redpiller jetzt gleich mal alle hören und zustimmen. Ja, genau. Besonders Frauen haben entweder Liebhaber
oder beste Freundinnen. Und wenn du nicht Ersteres bist, dann bist du zwangsläufig Letzteres. So einfach ist die Situation. Und deswegen ist es wichtig, dass du früher oder später, dass du da sexuelle Komponenten da einbaust. Das ist ganz wichtig. Und weil er das auch so schön hier mit diesem Lack da beschrieben hat, wenn das neu lackiert ist, dass man das nicht anfassen kann. Absoluter Schwachsinn. Schmiede das Eisen, solange es noch heiß ist. Das ist der Tipp, den ich dir geben kann, dass du in die Aktion kommst. Dann bist du auch diese Starre ganz einfach los, dass du da Angst hast, du könntest jetzt den anderen endgültig verlieren. Endgültig Schluss. Das ist mit Sicherheit schon länger. An dem Punkt hat er mit Sicherheit auch recht. Ja, da kann ich mir recht geben. Da habe ich auch, das haben sie ja auch von mir geklaut, auch mal ein Video hier rausgehauen. Das kann ich euch gerne mit hier einblenden. Das hängen wir euch jetzt dann zum Ende des Videos mit ein paar wichtigen Weiterleitungen hier mit an. Das könnt ihr euch mal ansehen, was ich dazu im Thema endgültig Schluss gesagt habe, dass dieser Satz mehr angstlos ist, als er eigentlich wirklich wahrheitsbehaftet wäre. Also das waren jetzt praktisch die 5 häufigsten Fehler oder was? Die findest du in jedem Beziehungsdoktorforum, in jedem Scheiß-Popel-Forum. Die kosten nichts, diese Tipps, ganz ehrlich. Und da war nichts Neues dabei. Absolut nichts Neues. Man sagt, diese Fehler, auf die muss man aufpassen. Die habe ich euch jetzt gerade hier als Tipps gegeben. Ja, so hoffe ich, dass ihr euch dieses Video hier ein bisschen weiterbringen, weiterhelfen konnte euch allen. Wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, wann und wo ihr auch gerade seid. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne.